Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Orakel NBA 2K14 mit den Mannschaften Brooklyn Nets vs. Toronto Raptors. Ich freue mich darauf. Viel Spaß, dies ist eine neue Art, wie ich dieses Let's Orakel ausführen werde, nämlich ich werde nur Highlights zeigen und es wird nachkommentiert sein. Kyle Lowry, hier vorgestellter Spieler natürlich, prädestiniert hierfür von diesem Spiel. Ich spiele die Toronto Raptors und viel Spaß. Paul Pierce gegen Kyle Lowry, Toronto Raptors gegen Brooklyn Nets, so sieht's aus und dieses Spiel ist leider schon gelaufen, aber ich konnte es leider nicht früher schaffen. Brooklyn Nets mit einem 14-21 und Toronto Raptors mit einem 17-17 Score. Die Brooklyn Nets jetzt mit einem Sieg im Rücken gegen Miami, natürlich und in diesem Jahr noch ungeschlagen, und Toronto natürlich auch stark, auch ohne Rudy Gay, der ja jetzt bei den Sacramento Kings spielt. Somit denke ich, ist das eigentlich ganz gut aufgeteilt. Hier DeMar DeRozan, auch ein wichtiger Schlüsselspieler bei den Toronto Raptors, auch ein sehr guter Spieler. Ja, Kevin Garnett bei den Brooklyn Nets und Paul Pierce jeweils auch von den Boston Celtics gewechselt in der Preseason-Phase. So, Tip in. Und Jonas Valanciunas gewinnt ihn. Kyle Lowry hat den Ball und es geht los mit der ersten Chance. Hier ist Kyle Lowry auf Terrence Ross, der direkt den Dreier verwandelt. Hier nochmal die Wiederholung. Ja, ein sehr schöner Dreier. War sogar, glaube ich, die erste Szene in dem Spiel. So, hier Chris Allen Anderson, der hier vorbeiziehen kann an DeMar DeRozan und mit dem sehr schönen Korbleger, finde ich, zu dem 3-2. So, hier Amir Johnson mit dem Pass nach außen auf Terrence Ross und der, wie gesagt, wieder mit dem Dreier. Eine sehr gute Quote bisher. So, Joe Johnson natürlich auf Kevin Garnett, der Jonas Valanciunas aussteigen hätte lassen können. So, das ist ein zuerst gedachter Turnover von Toronto, allerdings wandelt er sich in einen Dreier von Vasquez, der Ersatzpoint Guard quasi, und jetzt ist das erste Viertel auch schon zu Ende. Die Toronto Raptors führen mit einem 11-10. Ja. So, DeMar DeRozan auf Tyler Hansbrough mit dem Layup, und jetzt kommt Joe Johnson. Ja, mit dem Turnover und DeMar DeRozan mit dem Steal. So, jetzt mit dem Step nach innen und dem Dunk von DeMar DeRozan. Natürlich Jason Terry keine Chance gegen DeMar DeRozan in diesem, Zweikampf. Aber auch egal, Joe Johnson wieder gegen DeMar DeRozan in diesem Fight, sag ich jetzt mal. Und wieder ein Steal von DeMar DeRozan war das, glaube ich. Also, Patterson, ja, im Ballbesitz auf Vasquez. Vasquez wieder auf Patterson, der auf DeMar DeRozan. Ja, der zieht nach innen und macht den Jump Shot, der natürlich reingeht. Damit DeMar DeRozan auch kein schlechtes Spiel im Moment von ihm. Terrence Ross auch kein schlechtes Spiel. Auf jeden Fall sehr gut. Vasquez auf Salmons. Ja, spielt auf Tyler Hansbrough und der, wie gesagt, wieder mit dem Layup. Sehr schön. Vasquez wieder mit dem Sprint nach vorne. Allerdings zieht er zurück. Ja, und spielt auf Patterson. Patterson täuscht an, dass er einen Dreier werfen wird. Und Vasquez zieht nach innen und macht aus der Bewegung den Jump Shot, der auch natürlich verwandelt wird. So, Allen Anderson wieder mit dem Aufbau, der wieder an DeMar DeRozan vorbei spielt auf Kevin Garnett, der natürlich kommt komplett frei und hat es leicht, ihn reinzumachen. Patterson wieder auf den Ball, auf Tyler Hansbrough, es gibt einen Turnover und Jason Terry natürlich hier in einer starken Bewegung und dem Korbleger. So, wieder Jason Terry mit dem Steal. Allerdings braucht man manchmal so einen Wachrüttler. Und hier ist Patterson, glaube ich, war das, ja, mit dem Monster-Block, ja. So, Paul Pierce hier mit dem Einwurf. Ja, im zweiten Viertel noch. Kevin Garnett mit dem Ball.
Jonas Valanciunas holt sich den Ball mit dem Stil. Salmons nimmt ihn auf und verwandelt ihn mit einem schönen Dunk. Es war nicht der schönste, aber es ging. Ja, so, jetzt ist Halbzeit. Jetzt sieht man die Sprint nochmal. Jetzt sind wir nochmal Sprint-Halbzeitbericht. Terrence Ross mit 8 Punkten. 23 zu 27 für Toronto. Ja, mit ein paar schönen Dreiern von Terrence Ross. Und ein paar schöne Jumpshots von ebenfalls Toronto. Aber auf jeden Fall eine starke Partie von Kevin Garnett von den Brooklyn Nets, die natürlich hier, wie man hier auch sieht, auch leichte Punkte gemacht haben, weil ich in der Defense nicht immer direkt da war oder mich leicht austricksen lassen habe. Somit ist es eigentlich relativ gerechtfertigt. So, somit geht es weiter im dritten Viertel. Wir haben jetzt hier den Aufbau von John Livingston, der natürlich für der Williams spielt. Ja. So, hier Paul Pierce mit dem Zweier, glaube ich, ist das. Ja, das ist ein Zweier. Ganz genau. Und hier wieder mit Joe Johnson. Der geht aber nicht. Valanciunas mit dem Rebound. Kyle Lowry mit dem Schnellangriff. Ja. Der stoppt aber ab. Und Amir Johnson kann sich durchsetzen, kann sich wegstehlen und macht den Dunking mit dem Assist von Kyle Lowry. Sehr schöner Dank, finde ich. Amir Johnson, auch ein richtig klasse Spieler. Somit haben wir hier wieder Bledschi auf Teletovic. Teletovic natürlich prädestinierter Dreierschütze, der natürlich auch mal so einen Dreiersitz reinmachen kann. Allerdings sehen wir gleich eine Chance. Jetzt hier vor Livingston mit dem Aufbau. Aber der Stil von Kyle Lowry, der jetzt hier mit dem Pass zurück auf Jonas Valanciunas und der mit dem schönen Dunk, mit dem One-Handed Dunk. Schön und wieder Sean Livingston mit dem Aufbauspiel. Ja. So, hier auf Allen Anderson. Der kann sich vorbeisetzen, aber er trifft nicht den Layup, denn er war schwer gedeckt. So, Kyle Lowry wieder mit dem Fast Break. Allerdings wird der Alley-Oop geblockt. Bledschi hat den Ball. Und was macht Kyle Lowry? Er holt sich den Ball zurück mit einem Steal und macht den Alley-Oop auf Jonas Valanciunas, der mit dem Alley-Oop Dunk. Und ein sehr schöner Alley-Oop, finde ich. So, Kyle Lowry wieder im Angriff. Toronto wieder im Angriff mit Kyle Lowry, der mit ein paar Dribblings passt zurück auf den freien DeMar DeRozan. Auf den freien DeRozan, der mit seinem Dreier alles richtig macht. So, Ende des drittes Viertel, 31 zu 41 war das, glaube ich. Viertes Viertel beginnt. Hier Vasquez wieder mit dem Alley-Oop, mit dem Schnellangriff und dem Alley-Oop auf dem DeMar DeRozan und der macht natürlich den Windmill Dunk, also eine Windmühle einmal rum sozusagen. Ja, so, Brooklyn wieder hier am Einwerfen auf Sean Livingston, der von DeMar DeRozan gedeckt wird. Ja, auf Anderson, der allerdings den Dreier nicht verwenden kann. Amir Johnson mit dem Rebound. So, Vasquez sprintet nach vorne. Ja, spielt auf Amir Johnson. Amir Johnson mit dem Dunk. Natürlich ein super Pass, allerdings klappt das auch nicht immer. Was wir, glaube ich, in der nächsten Szene sehen werden. Hier, leider nicht geklappt, der Turnover, jetzt Joe Johnson auf dem Weg nach vorne, der auf Allen Anderson und der sich dann noch so gerade durchsetzen kann mit dem Korbleger, obwohl er eigentlich stark gedeckt war. Allen Anderson wieder hier auf Sean Livingston, Allen Anderson und der kann sich trotzdem, kann er durchziehen, obwohl er dann gedeckt wird von Kyle Lowry und DeMar DeRozan schafft es dann noch die Korbleger zu machen. Und hier wieder der Turnover von Kyle Lowry, der weiß Gott warum. So passiert es. So. Und jetzt Sean Livingston auf Joe Johnson. Der täuscht natürlich an, kann vorbeiziehen. Ja, aber der Block von Amir Johnson wieder ein sauhammer schöner Block. Ja, und DeMar DeRozan wieder in den Ball, im Ballbesitz. Auf Amir Johnson. Ja, auch wieder auf DeMar DeRozan. Und der macht den Dreier von ein bisschen weiter weg. So ungefähr Parkplatz. Also ungefähr so im Downtown und so. Teletovic eigentlich aus einer sicheren Entfernung. Daneben Valanciunas mit dem Rebound und jetzt Vasquez mit dem Schnellangriff trägt ihn nach vorne. Er lässt sich Zeit auf Salmons, auf Kyle Lowry.
der auf Tyler Hansbrough. Und Tyler Hansbrough kann sich durchsetzen mit dem Foul. Macht die 2 Punkte plus das Foul. Zieht das Foul, das heißt, es gibt 2 Punkte plus noch den Freiwurf, den er natürlich auch verwandelt hat. Den habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Den er natürlich auch verwandelt hat. Ganz wichtig, ganz interessant. So. Jetzt ein Schnellangriff versucht von Kyle Lowry auf Jonas Valanciunas. Auf Vasquez. Ja, auf Kyle Lowry. Und der macht natürlich dann den Dreier eiskalt rein. Kyle Lowry. Sehr interessant, ist sehr genialer Spieler. Ich habe das dann jetzt einfach mal weiterlaufen lassen. Und hier kann jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, durchlaufen. Und jetzt hier mit dem Schnellangriff von Vasquez zieht einfach mal durch, holt das Foul gegen Bledschi, holt das Foul, macht die 2 Punkte, plus noch den Freiwurf, den er natürlich reinmacht. Ich denke, ja, genau. Den natürlich reinmacht, klar, mit einem B, etwas zu spät B. Ja, das Ende lautet 41-57 für die Toronto Raptors. Gewinnen mit 16 Punkten Unterschied. Und wer das Ergebnis weiß, es sind auch 16 Punkte Unterschied im richtigen Ergebnis gegen, wer das Ergebnis weiß. Ja, sehr interessant. Ich finde es auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Vielleicht sagt ihr nochmal hier, war geil oder so und mach weiter so oder mach die Art weiter. War richtig geil so. Dann würde ich, wäre es cool. Hier ist erstmal DeMar DeRozan mit dem MVP des Spiels. Ja, jedenfalls würde ich mich über eine Bewertung freuen. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ansonsten wäre es nett, wenn ihr noch einen Kommentar schreibt, vielleicht noch auf den sozialen Netzwerken das Video teilt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr abonnieren, das wäre sehr nett, das wäre auch sehr hilfreich für mich. Ansonsten kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Schreibt, wie es euch gefallen hat, das wäre nett. Ansonsten kann man nicht mehr viel sagen. Schreibt eure Meinung zu dieser Kommentar oder soll ich lieber wieder dieses alte machen? Wir sehen, schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö.